Moin, moin, mein Name ist Heinrich der Löwe und es ist dunkel. So sprach Gott und es werde Licht oder so, ne? Mit mir spielt die Mathilde und der Horst. Hallöchen. Und wir konnten jetzt keine stumpfen Pfeile machen, weil unsere ganzen Federn sind noch in der alten Basis. Und aus Gründen von Faulheit gehen wir da jetzt nicht hin. Genau. Wir versuchen jetzt in alter Manier Mitarbeiter zu rekrutieren, indem wir sie in unserem Bewerbungsgespräch überzeugen. Genau. Horst, Kollege, komm mal mit. Horst hilft uns natürlich beim Knüppel. Genau, der hat einen Knüppel und knüppelt auch gerne rum. Ich finde das toll. Mal erstmal gucken, was gibt es denn hier so überhaupt. Ich finde das immer so toll, wie er diesen Knüppel da rausholt, indem man den nochmal so hochwirft und dreht. Ganz Profi-like so. So, was für einer sitzt denn da oben so? Die sind so allein. Ja, die ist aber barbusig. Jetzt. So, Stufe 1. Oh. Was bist du? Stufe 2. Was bist du denn? Ach. Hier ist so ein Typ auf einer Brücke. Was kann der? Was ist der? Es wird auch irgendein Kämpfer sein, bestimmt. Ja, wir ein paar Kämpfer können wir gebrauchen, aber bitte nicht T1 oder T2. Hier ist ein Schmied Stufe 2. 1. 1, da finden wir doch bestimmt irgendwo auch einen Dreier. Zimmermann 2? Haben wir überhaupt einen Zimmermann hier? Bin mir nicht sicher. Wir hätten vielleicht nochmal gucken sollen. Oh, hier ist eine Tänzerin. Alter. Das sind ja Bomben. Koch, Kämpfer. Kämpfer. Oh, auf einer Insel ist einer. Und davor kniet auch noch einer. Am besten immer irgendwelche nehmen, die einzeln sind. Ich gehe mal kurz schwimmen. Kämpfer 1. Interagieren. Ich habe irgendwas. Reliquienjägerbanner habe ich gelernt. Cool. Will ich auch lernen. Einfach die Stange damit eh anfassen. Nett. Da scheint auch noch ein Buch zu liegen oder so. Koch Stufe 1, nee. Ich wette mit dir, die ganzen guten Leute sind irgendwo da, wo 10 Leute sind. Ja, wo gemeine Menschen sind. Ich wollte gerade sagen, ist das eine Höhle? Nein, es ist nur ein Übergang. Ich gucke ins Wasser. Ein Rumtreiber, Kämpfer. Oh! Oh. Ah, hier sind gleich wieder ein ganzer Rudel von Sachen. Ah, okay, ich bin auch weg. Hier. Lass mal lieber baden gehen. Ja, oh, Wasser, toll, ist das schön warm. Oh. Beten die oder was machen die da? Oh, vielleicht Wasser. Gucken die nach Fischen. Oh, Fischi. Die sind ja immer noch so Agromucke. Bei mir nicht. Bei mir ist voll die Agromucke. Sind Menschen. Bogenschütze, Kämpfer. Kämpfer 2. Kämpfer. Warte mal, du stehst hier. Koch 1. Ach, warum muss das alles hier so 1 sein? Kämpfer 2. Ich kletter mal hier hoch. Bogenschütze. Bogenschütze. Ah, hier gibt's die Seetpriester. Aber muss ich hier einen Tempel bauen für die. Kämpfer. Oh, was ist das denn hier? Kämpfer. Schmied. Hier gibt es einen namhaften Schmied. Kiham Hammerhand. Ich versuche jetzt nochmal die Seetgedöns zu lernen. Ich bin hier gerade beim Seetempel. Ja. Für diesen Schlangenmanns. Dahinter war auch eine Truhe. Die bin ich ja zweimal, habe ich die ja, ne, übersehen. Jetzt habe ich sie ja echt mal. Oh! Spitzhacke, was ist das denn für eine Spitzhacke? Eine Kombination aus Axt und Pickel. Ja, die kann ich hier in der nächsten Stufe, kann ich die auch endlich mal bauen. Ich hab die gefunden. Hier ist ein Alchemist, Stufe 2, warte, jetzt muss ich dich erstmal finden. Telefon? Was für eine Vorwahl ist denn 0231? Keine Ahnung. Da kenne ich keinen von aus. Weiß nicht, wo das ist. 0, 2, 3, 1.
Ich muss kurz googeln. Ich kann hier nicht interagieren. Vielleicht, weil ich noch nicht die Seth-Religion habe. Keine Ahnung. Ich hab dich aber gefunden. Wo ist denn jetzt dein namhafter Schmied? Kleiner Heinrich. Achso, du googelst gerade das da. Na gut. Dortmund. Ich kenne keinen von Dortmund, außer ein ehemaliger Chef und eine Chefin. Aber mit denen habe ich nichts zu tun. So, seht Priester? Ja, ich habe auch keinen Tempel. Noch braucht man nicht. Ja, ich kann auch gar nicht interagieren. Voll doof. Also, hier ist einer. Namhafter. Ich würde nur warten, bis hier die Kämpferin, okay, die Kriegerin hinter uns weg ist. Das ist ein idealer Zeitpunkt, um einen Schluck Kaffee zu nehmen. Wir können ja versuchen, da geht jetzt natürlich die Kämpferin lang, aber versuchen, den so ein bisschen hier aus der Stadt rauszulocken. Naja, wir werden schon zwei Leute anlocken jetzt bestimmt. Okay, hoffen wir mal, dass wir es überleben. Oh, warte, ich erst nochmal schnell. Bist du jetzt nicht voll aufgeladen, oder was? Ja. Gut. Dann Attacke! Ho, ho, ho! Ja, den einen töte ich da erstmal. Ich glaube, wir sollten doch abhauen. Die Seepriester haben Messer. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Ich bin nicht bewaffnet. So, jetzt bin ich bewaffnet. Ah, die sind ganz schön stark irgendwie. Alter. Okay, ich muss Horst retten. Okay. Aua. Ich laufe einfach mal irgendwo lang. Oh, scheiße, der lässt mich so bluten, der Arsch. Oh oh, das reicht nicht. Alle. Oh, hier sind Tore. Ey, wie habt ihr mich denn gesehen, ihr kleinen Pappeimer? Ich hab hier die Truhe eingesammelt. Ich bin mit euch nicht im Clinch. Wie geht's dir, Horst? Oh, du siehst scheiße aus. Also, wir brauchen die dumpfen Pfeile. Ja. Unbedingt. Ey, irgendwie auch der Schmied Level 1. Die halten hier alle irgendwie mehr aus. Ja, ich habe hier gleich erstmal einen Seepriester erledigt. Yeah. Ich habe einen Schmied Stufe 1 getötet. Ah, ich kann die Leiche mal hingehen gucken. Vielleicht hat er was Tolles. Dabei war übrigens sein Tod nicht umsonst. Sechs Eisenbarren und ein Herz hat er für mich. Hm. Die sind weiterhin aggressiv. Ja, also die sind jetzt zurückgegangen, aber vielleicht Waffe wegstecken, was man mir ja im Kommentar
geschrieben hat. Ja, nee, ich bin ja ohne Waffe auf den Zug gelaufen. Oh, die sind auch noch aggro. Die merken sich, wenn du was Scheiße gebaut hast. Ja, deswegen versuche ich jetzt mal Trick 17. Hey! Die schmeißen mich mit Scheiße oder so. Vielleicht sollte ich den mal knüppeln, damit wir überhaupt was haben. Hau mich nicht den Horst. Oh, das hat geklappt. Na, bist du ein neuer Horst? Hui! Scheiße, ich habe hier keine Rampe oder was? Wir haben ein Sklavenproblem. Was ist denn? Ja, du kommst mit dem Sklaven nicht zum Sklavenrad, weil das hier alles zu hoch ist. Aber ich habe einen Aufgang gefunden. Das ist gut. Nein, oder doch nicht, oder doch, oder doch. Na, und, ja, hier hat's geklappt. Weil sonst musst du ja hochklettern, das ist dann zu viel. Ich versuche hier jetzt gerade einfach vom Dach aus die Priester auszuschalten. Oh, wir haben schon mal einen Schwertkämpfer Stufe 2. Yay! Da haben wir wenigstens noch ein zweites, der knüppeln kann. Ich suche mir trotzdem nochmal diesen namhaften. Da ist er. Schaffst du den alleine? Oder? Wenn ich seine Attacken unterbrechen könnte, wäre das vielleicht was. Also ein Viertel. Ist das bei uns in der Nähe zu Hause? Dann komme ich einfach. Ja, raus. Ich bin fast die Hälfte. Da muss ich nur auf mich konzentrieren, damit Horst am Leben bleibt. Horst gibt alles. Horst, du bist einfach cool. Frau, geh aus dem Weg, sonst hau ich dich auch. Scheiße, ich habe eine weibliche irgendwas angelockt. Warte, ich versuche gerade den Weg nach Hause zu finden. Ah, ich hab ihn gleich. So, Waffe wechseln. Oder was ist das für eine Frau? Oh, sie sieht cool aus, Level 1, aber es ist mir scheißegal. Oh, Bogenschütze. Stirb. Ah, ich höre dich. Ja, ich habe hier gerade einen Großkampf hier irgendwie. Ich lock hier alles an irgendwie. So, haben wir? Vielleicht, ob die tot ist? Ah, die ist auch bewusstlos. Eine Stufe 1 Kämpferin haben wir auch noch. Nimm mal alles mit hier, alles mitnehmen. So. Hier ist so, nimm mal die Stufe 1 Kämpferin mit. Ich nehme hier den namhaften Amati. Ah, hast du den? Okay. Ja. War zwar ein bisschen tricky und Horst ist fast gestorben, aber Horst, alter Schwede. Guter Begleiter. Wir haben so viel durchgemacht.
Er darf einfach nicht sterben. Er hat mehr durchgemacht als Shenzi und Co. Das stimmt. Ich komme hier nicht hoch. Zeitlich. Ein bisschen leicht gehen, hüpfen. Volles Programm. Ah, mit hüpfen. Okay. Und nur so leicht. So, dann war das ja jetzt schon mal nicht ganz umsonst. Was bist du denn hier für einer? Wenn du gerade mal hier so rumläufst. Dann. Hi. Ach so. Wie geht's dir? Bogenschütze. Brauche ich eigentlich nicht. Aber komm her. Nehmen wir mit. Da läuft hier rum, ne? Das ist ja. So. Willst du ihn fesseln? Nee, mach du mal. Ja, ich meine, der läuft hier kurz davor, läuft vor unserer Basis, also der wollte einfach dazugehören. Der wollte zu uns. Da hast du schon recht. Der wollte zu Team Heinrich und Mathilde. Er wollte zur Löwenstadt gehören. Dann pass auf. Weil wir ja dringend Pfeile brauchen. Ja. Dann würde ich einfach nochmal zu unserer alten Basis zurückkehren. Du willst kontrollierten Selbstmord machen? Genau. Über Armband entfernen. Ja. Wir haben dazugelernt. Ja. Wir sind lernfähig. Juhu. Zappel da nicht so rum. Geh mal ins Sklavenrad, mein Freund. Und dann würde ich Federn holen, damit wir stumpfe Pfeile machen können. Ja, und ich beschäftige mich weiter mit der Mauer. Also von außen sind es ja zwei Blöcke. Ich möchte trotzdem noch einen Block, einfach weil ich es möchte, Sandstein drauf haben. Damit wir auch einen gewissen Höhenunterschied haben und das sieht einfach cooler aus als ja, zwei Blöcke. Ja, und was ich machen werde, weil ich habe ja, wir haben ja jetzt gelesen, also entweder machen wir es da hinten, da könnte das klappen, wenn wir das dann erweitern, weil wir brauchen ja für den Kartenraum brauchen wir etwa 9x9 Felder. Ja, da hat der Carsten was gesagt, weil ich irgendwas mit Turm erwähnt habe. Weil ich dachte, wir da, wo du gerade nackig draufstehst, dass wir das einfach so hoch, gerade hochzimmern. Ja. Aber er meinte auch so Turm, man könnte so einen Kartenturm machen. Also irgendwie habe ich den Kommentar noch im Kopf. Ein Turm nur für den Kartenraum. Nein? Keine gute Idee? Ja, ist auch natürlich auch nicht schlecht, aber da möchte ich dann bitte einen Aufzug hoch haben. dann müssen wir irgendwie einen Rundturm bauen, wo hinten was Eckiges ist für den Aufzug. Ja, wir können den ja. Ja, stimmt, wir können das ja nicht in der Mitte machen. Aber das Ding ist halt echt, wir brauchen 9x9 Felder. Das ist echt gigantisch. Ja, gut, oder wir bauen hier das einfach hoch und machen hier dann einfach mit. Dann wird das hier unser Türmchen. Das ist kein rundes Türmchen, das ist ein eckiges Türmchen. Gab's ja im Mittelalter auch. So, gucken wir mal, wie sieht's denn hier? Ich kann hier was. Och, die sind immer noch nicht fertig. Also ist der Bowen, der Vollstrecker von Azura, braucht noch lange. Ich mach grad Table Dance. Oh, ich hab hier noch einen Medizinmann und einen Jogpriester. Table Dance ist cool. Ja, den einen Alchemisten hab ich auf jeden Fall noch mit. Jumanji! Ha, siehste, wir brauchen kein Update. Ich kann jetzt schon reiten. Auf was? Colonel Hattie. Ja, aber wenn sich Colonel Hattie bewegt... Dann falle ich runter, leider, weil ich mich nicht festhalten kann bei seiner Lederhaut. So. Dann kommt jetzt der interessante Teil. Ziegelmauern. Aber irgendwas fehlt doch bestimmt wieder. Bestimmt Eisenverstärkung, oder? Ach ja, und die Goldtaler sollten wir ja aufheben. Ich gucke gerade, was wir hier noch brauchen können. Warte, ich nehme auch mal Knochen mit. Aber wir können alles gebrauchen. Alles. Eine Goldtruhe oder so hatten wir nicht, ne?
Ein bisschen? Nee, noch nicht. Aber wir haben noch ein bisschen Gold hier. Ja. Es wird später mein Tempel. Da habe ich das immer reingepfeffert, damit er überhaupt eine Daseinsbberechtigung hat, der so, Tempel. Genau. Ich wollte Federn holen hauptsächlich. Okay. Ich habe mal auch meinen erweckten Stab des Triumvirats mitgenommen. Den müssen wir für dich ja auch immer noch mal machen. Genau. Können ihn auch mal aufstellen und gucken, was überhaupt passiert. Wenn das jetzt nichts Tolles ist. Genau, das dachte ich mir. Dann brauche ich den auch nicht. Ach ja, du brauchst... So, dann mache ich mich jetzt auf den Weg. Soll ich vielleicht noch ein Tierchen mitbringen? Ja, klar. Tierchen, ein Sklavechen oder so. Pass auf, dann nehme ich Carsten mit. Carsten. Nein, das ist Battle Cat. Battle Cat kannst du von mir aus auch mitnehmen. Ja, ich kann aber nur ein Tier mitnehmen. Ist ganz schön ungerecht, die Welt. Kannst nur ein Tier mitnehmen. Ich finde auch, da sollte eine ganze Horde hinter mir herlaufen können. Aber vielleicht wird das Spiel dann zu einfach, wenn man so 10, 20 Leute mit sich rumschleppen lassen kann. Wahrscheinlich. Dudidu. Ulrich, hör auf, mir auf den Hintern zu schauen. So ein Schmutzfink. Ja, ja. Warum ziehst du auch keine Klamotten an? Ich hatte keine Lust. Ja, da kann man gar nichts dafür. Nacktbaden macht Spaß. Es ist so ein freies Gefühl, wenn die Möpse so auf dem Wasser schwimmen. Ja, siehst du hier, da bei der namenlosen Stadt war ja auch noch so ein Lager. Da könnte man auch mal schauen, ob es da was interessant ist. Also außerhalb der namenlosen Stadt. Hm. Ich meine, jetzt ist zwar unser Rad erstmal voll, aber... Oder fast voll. Schon fast im Arsch hier. Ach ja, und versuch mal, wenn ich nicht anwesend bin, ein bisschen motivierter zu sein. Oh, ein bisschen motivierter. Du warst letzte Folge so unmotiviert. Ah, weiß auch nicht. Ich habe mit dir gespielt. Kann man nur so motiviert sein. Nein, ich war wahrscheinlich zu entspannt. Vom Steine kloppen und so. Vielleicht lag es auch an der Uhrzeit. Wann hat man letztes Mal aufgenommen? Das war auch, meine ich, vormittags. Und da hatte das mit dem Rendern so lange gedauert. Deswegen ist am Dienstag die Folge erst so um 16 Uhr rausgekommen, weil irgendwie das Renderprogramm so häufig abgestürzt ist. Hm. Hatte ich da schon mal eine 2 Kaffee? Ja, du hattest auch schon bestimmt 2 Stunden World of Warships gespielt. Ah, dann muss ich ja wach gewesen sein. Eigentlich. Wie kriegst du das unter der Woche hin, wenn du arbeiten musst? Weiß ich nicht. Bin ich halt... nicht motiviert. Okay. Ich krieg ja auch immer häufig zu hören, so, guck mal nicht so grimmig. Und ich sag dann immer so, ich guck da normal. Also, es ist halt morgens. Oh. Da will ich halt nicht so... Ich kann auch Leute nicht leiden, die morgens absolut gut drauf sind. Das auf dem Montag. Denke ich mir auch, was ist bei den Leuten verkehrt? Es ist Montag, es ist früh. Wie kann man da gute Laune haben? Ich verstehe das nicht. Ist halt nicht jeder so ein Missepeter. Was?
du gesagt? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ist nicht schlimm. Aha. Ich weiß nicht, es gibt nichts Schlimmeres. Du bist bei deinem ersten Kaffee morgens und dann kommt jemand ins Büro. Ah, guten Morgen, wie war dein Wochenende? Und du denkst dir, fick dich. Ich bin gerade aufgestanden, ich will meinen Kaffee trinken. Und dieser Rechner macht schon wieder Updates. Warum macht dieser Rechner wieder Updates? Warum nur? Unsere Bürorechner machen immer so viel Updates. Das kann schon echt nervig sein. Okay. Das Leben im Büro ist halt nicht leicht. Okay. Können wir mal nicht über Arbeit reden? Ja, ich habe hier schon längst aufgehört. Okay. Geht meine Laune gleich wieder flöten? Oh, nee, natürlich nicht. Was machst du gerade Schönes? Hacken. Also ich laufe hier nackig durch den roten Sand. Er erinnert mich irgendwie an Kreta. An den Red Beach? Ja. Der Sand ist hier aber nicht ganz so heiß. Füße fast verbrannt. Scheiß heißer Sand, ey. Oh, schön hingelatscht, total fertig. Ach ja, können wir ja barfuß durch den Sand laufen. Schlechte Idee, schlechte Idee. Hüpf, 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 au, 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 wo ist Schatten, wo ist Schatten? Schnell ans Wasser, schnell ans Wasser. War aber schön, der Red. Ja. Na, also, falls einer von euch mal nach Kreta fährt, Matala, das ist so Mitte, Süden, da gibt es einen sehr, sehr schönen Strand, den sogenannten Red Beach. Muss man halt wirklich hinwandern. Also, wenn ihr das vor Ort nehmt, unbedingt festes Schuhwerk mit. Kommt nicht auf die Idee, damit Flipflops hinzulatschen, auch wenn das machbar ist. Festes Schuhwerk, am besten Wanderschuhe, sind aber definitiv angebrachter. Ich glaube, man kann da sehr leicht mit dem Fuß umknicken und dann hat man noch mehr Spaß. Jo. Naja, und ja, schöner Strand. Gibt es allerdings nicht viel. Also, es hat ja zwar einer so eine Mojito-Bar aufgemacht, der nutzt das natürlich, aber ja, kann man auch nackt baden. Gibt es auch keine Badeaufsicht, sehr krasse Wellen, also aber schon ziemlich. Yay! Ich bin bei der Stadt, beim Stadteingang. Also bist du schon fast wieder da. Hurra! Hm. Und ich hab Hungerchen. Ach, siehst du, ich glaube, wenn ich dann wieder da bin, gehe ich mal hier vorzugliches Fleisch oder so mal sammeln. Ach, wir müssten ja auch noch mal nach einem Frostwölfchen gucken und nach Schweinen. Ja, aber wo waren die? Die waren noch nicht hier, oder? Die waren noch irgendwo anders. Nee, ich hatte mir das, glaube ich, notiert. Also Ulrich, Carsten, irgendwer oder Matt Mickey, ich weiß nicht mehr, wer es war, der hatte uns auf jeden Fall vor einigen Folgen geschrieben, wo wir die Frostwölfe finden und wo wir für die auch das Schweinefleisch finden. Weil das Eis, da, ich finde, das Frostwölfe sind doch bestimmt zum Eisgebiet, das ist noch ein bisschen weit weg. Also, davor kommt noch irgendeine Steppe oder so, aber wir können auch gerne mal nächste Folge hier einfach mal nach Norden weiterlaufen, links an der Karte, und dann mal gucken, was da ist ins nächste oder Gebiet. Oder wir laufen nach rechts, da ist auch noch so ein großes Gebiet, wo wir nicht waren. Rechts können wir auch. Links hoch oder rechts. Ich bin trotzdem für links hoch. Okay. Ist ja dunkel, wir hatten das Licht ausgemacht. Ob diese Creeps da immer noch schlecht auf mich zu sprechen sind. Tatsächlich. Die mögen uns immer noch nicht? Nein, also mich mögen sie nicht, aber ich habe auch einen von denen getötet.
Oder sind es jetzt alle feindlich, mein Gott. Juhu, ich sehe unsere Basis. Ich sehe das Sklavenrad. Ich sehe das Licht überm Eingang. Hallo, Heinrich. Ach, du bist gar nicht zu Hause. Nee, ich komme jetzt aber zurück. Warte mal, was hatte ich denn jetzt eigentlich alles mit hier? Federn, ach so, ein Medizinmann. Kann ich bestimmt an die Schüssel stellen. Ah, Medizinmann mitgenommen? Ja. Oh, Dämonenfeuerkugel. Klingt ja irgendwie brauchbar. Es ist zwar nur Level 1, wir haben auch noch einen besseren, aber der ist noch dabei gemacht zu werden. Auf jeden Fall haben wir da jetzt jemanden am Feuerscheinkessel sitzen erstmal. Und ich ziehe mich jetzt erstmal an. Diese Blicke von Ulrich irritieren mich. So. Boss, wo bist du hin? Wo sind meine Waffen? Die hatte ich hier doch alle abgelegt. Ich habe dir keine weggenommen. Liegen die noch in meiner Leiche? Ach, ja, sie liegen in meiner Leiche. Gott sei Dank löst sich die Leiche nicht auf. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe keine Ahnung, was du machen wolltest. Ah, ich packe erstmal das Ledergedöns zur Seite. Die brauche ich ja jetzt gerade nicht. Ich wollte stumpfe Pfeile machen. Ja, dann halt nicht. Und Giftpfeile und Heilpfeile kann ich. Und kann ich auch Rasiermesserpfeile? Rasiermesserpfeile sind, glaube ich, geil, weil ich glaube, die veranlassen das mit Blut. Okay. Eisenbarrenfeder. Aber stumpfe Pfeile machst du auch? Ja, die mache ich jetzt als erstes. Wenn du unterwegs bist, kannst du auch gerne ein bisschen Kohle mitbringen. Ich bin eigentlich schon längst wieder daheim und ich habe ein bisschen Kohle dabei, aber es ist wirklich nur ein bisschen. Nicht der Rede wert. Ja. So, wo war denn die ganzen Äste? Da sind die Äste. 70 Kohle habe ich dabei. Soll ich die mal gleich in den Ofen schmeißen? Ja, mach mal. So, ich stelle jetzt erstmal 100 von den stumpfen Pfeilen her, ne? Also ich würde auch dann mit stumpfen Pfeilen schießen wollen. Soll ich mehr machen? Ja, mach mal 200. Ah, siehst du, ich kann erst ab Stufe 50 kann ich hier meinen Mitra aufbessern.
Ich wollte ja hier nochmal bei den Pfeilen gucken. Ach, siehst du, ich kann auch einen stumpfen Speer noch machen. Ich merke gerade, ich habe noch übelst irgendwie Krempel dabei. Ich weiß gar nicht. Den haben wahrscheinlich mir die Sklaven oder so vorhin mitgegeben. Kann ich nicht reparieren. So, wo ist denn unser Schwefel? Stelle ich nämlich noch mal ein bisschen Stahlfeuer her. Ja, das kann man immer gut gebrauchen. Solange wir noch Teer haben. Gut, ich glaube, ich gehe noch mal Holz hacken. Wir brauchen mehr geformtes Holz. Okay, dann würde ich noch mal nach Kohle und Eisen. Komm mit, Carsten, du musst mir tragen helfen. Ah, hier kann ich erstmal, hier unten gibt es ganz viele Bäume, die hacke ich erstmal alle kaputt. Mach mal. Ah, Carsten, was tust du? So, genau, Kohle und Eisen. Jo. Damit wir noch ganz fleißig viel, viel, viel Eisenverstärkung machen können. Ja, ja. Eisenverstärkung und Eisen und Stahl und alles. Das Gute ist, dass wir direkt Eisen und Kohle bei uns in unmittelbarer Nachbarschaft. Ich bin ich überlege gerade, ob ich, Kudu, Alter. Ja? Ob ich die Schieferrücken platt mache, um mal diese Rückenteile zu kriegen. Ach so. Hast du das Hackmesser dabei? Hackmesser nicht, ich habe nur ein Häutemesser dabei. Ah. Brauche ich dafür ein Hackmesser? Ich glaube, das Häutemesser ist besser. Schmackhaftes Fleisch. Na, gibt nur Tierhaut irgendwie. Ich habe auch noch nie so einen Rückenteil vom Schieferrücken abmontiert oder gehabt eigentlich. Nee, das bringt nur Tierhaut. Ich versuche mal was anderes gleich. Das bringt auch nichts. Wie kriege ich diese Rückenteile? Oder die scheinen echt selten zu sein, oder ich muss das mit einem Hackmesser machen. Das kann natürlich auch sein. Oder vielleicht von den Kleinen? Die Kleinen habe ich noch nie getötet. Oh, dann wird es mal Zeit. Oh, kleine Babys töten. Das ist ganz schön gemein. Okay. Mathilde will es so. Es tut mir leid. Das war nicht meine Idee. Beschwert euch bei Mathilde. Wildfleisch und Tierhaut. Der ist ganz schön flink.
Knochen und Tierhaut. Hm. Ich glaube, ich habe sie alle am Strand ausgerottet. Okay. Alles getötet. Oh, okay. Da ist einer entkommen. Vielleicht muss das auch von den Roten oder keine Ahnung. Ja, ich hab, weiß es ja auch nicht. Also, ich habe nur gesehen, dass man es bauen kann, aber wie, frag mich nicht. Nee, naja. Jetzt habe ich nebenbei noch ein bisschen Fleisch besorgt. War gar nicht mein Ziel. Eisen und auch etwas Kohle. Auch dass das Eisen brennt, gibt mir Kohle. Da ist mehr Kohle. Schubididu, schubidida, schalalala. Ne? Ja. Ja, bevor ich hier losgelegt habe, waren hier Tiere und viele Bäume. Jetzt, wo ich hier war, keine Tiere und Bäume sind auch weniger geworden. Dann ist ja gut, dass die wiederkommen, ne? Weil der Umweltvernichter hier. Ich hacke. Also ich glaube, wir können die Folge beenden, du singst so viel. Ja. Nee, von der Zeit her reicht das auch. Wir machen jetzt eh noch ein bisschen Hacke-Hacke-Kuchen und so. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat. Oh, hier lebt noch einer. Und wenn ihr sehen wollt, wie Heinrich wieder. Oh, da ist ein Kaninchen. Was meinst du? Kaninchen musste boxen, ist ein Nazi. Ja, ich hab's jetzt mit der Spitzhacke erledigt. Okay. Es rannte da, ich hatte die Spitzhacke gerade in der Hand. Einfach nur, weil es da war. Wir sind echt nicht sehr tierlieb in dieser in diesem Spiel. Ah, ich hab Bäume übersehen, das geht ja gar nicht. Man könnte jetzt ja eigentlich so schön Vorher-Nachher-Bilder machen. Aber wenn ich hier die Bäumchen übersehen habe, sieht das natürlich scheiße aus. Ja. Da hast du recht. So, warte mal, damit ich schneller laufen kann. So, jetzt könnte man hier schön Vorher-Nachher-Bild machen. Ja, dann mach doch. Dann mach ich auch. Tada. Vor Heinrich, nach Heinrich. Ach ja, wir wollten die Folge beenden. Stimmt. Ja, wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, kommentieren, liken und abonnieren. Abonnieren. Und ansonsten, ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.